und Jung feierten bei der großen Prunksitzung in der Schlossberghalle in Kobern-Gondorf. Es war ein ausverkauftes Haus und die Narrenschar bot ein buntes und fröhliches Bild. Die Kirmes- und Karnevalsgesellschaft Kobern-Gondorf hatte ein abwechslungsreiches Programm für jeden Geschmack zusammengestellt. Viele Redner, Tänzer und Musiker unterhielten die närrischen Gäste bis spät in die Nacht. Mit kölschen Tönen heizten die Mundartgruppe spontan die Stimmung an. Elverath und Prinz Mario I. mit Gefolge wurden vom Publikum stürmisch begrüßt. Der Prinz ist mit Herz und Blut Karnevalist und präsentierte sich auch als Sänger dem Publikum. Wenn er auch nicht immer den richtigen Ton traf, wie er schmunzelnd zugab, den Geschmack des Publikums traf er auf jeden Fall. Im Verlauf des Abends zeigten viele Tanzgruppen ihr Können, amüsierten Büttenredner und Rednerinnen die Gäste, entfachten wahre Begeisterungsstürme. Ein offizieller Akt war die Ehrung verdienter Karnevalisten für ihr Engagement am Brauchtum Karneval. Die Kirmes- und Karnevalsgesellschaft garantiert ausgelassenen närrischen Spaß, denn bis Aschermittwoch ist in Kobern-Gondorf noch viel los.